zusammen. Ich sitze hier heute mit the one and only Tobias Teichen, Pastor von ICF München. Und ich weiß von dir, Tobias, dass du einen riesengroßen Traum hast, die sogenannte Agenda 2020. Was steckt dahinter? Was ist der Traum? Ja, die Agenda 2020 hat den Traum, dass viele, viele Menschen in München die Chance haben, sich für oder gegen Gott zu entscheiden. Und wir glauben, dass Gott in jeder Generation neue Wege gehen möchte. Jede Generation muss sich neu fragen, auf welche Art und Weise möchte Gott Menschen, die mit Kirche, die mit Gott nichts zu tun haben, wieder neu für diese Nachricht von Jesus begeistern. Und wir glauben im Moment, dass es vier verschiedene Ansätze sind. Das ist einmal Kunst, das ist für uns Multimedia, Design, neue Wege, Video, Animation, Internet sind alles Möglichkeiten der neuen Medien sozusagen, um viele, viele Menschen die Chance zu geben, sich mit Gott zu beschäftigen, sich auf diese Beziehung mit Gott einzulassen, die sie sonst vielleicht gar nicht damit beschäftigt hätten. Das zweite ist Musik. Auch da glauben wir, dass Gott durch Musik, durch Emotionen, aber auch durch sehr gute Texte Menschen die Chance geben will, sich für eine Beziehung mit Gott zu entscheiden. Da denken wir gerade darüber nach, Musicals zu starten. An Weihnachten zum Beispiel ein großes Musical im Gasteig werden wir machen mit 1200 Leuten, die zum ersten Mal so mit Gott in Berührung kommen werden. Das dritte ist Church Planting, dass wir eine Strategie haben, wie können neue Kirchen entstehen, wo Menschen eine persönliche Beziehung mit Gott erleben können, lebensnah und am Puls der Zeit Kirche erleben können. Und das vierte, last but not least, ist der soziale Ansatz, dass wir auch glauben, dass Gott den sozialen Ansatz ganz stark wieder nutzen möchte, um Menschen praktisch zu helfen und so zu inspirieren, sich über Gott Gedanken zu machen. Lass uns doch noch mal kurz auf diesen Punkt Church Planting eingehen. Wie möchtest du das denn praktisch umsetzen in München? Ja, Church Planting in München hört sich vielleicht auch speziell an, weil uns gibt es ja bereits. Aber das Schöne ist, wie man auch hier an diesem wunderbaren Puzzle sieht, dass München ist eigentlich aufgebaut wie ein Kreis. Und in der Mitte ist der Traum, dass eine starke Kirche entsteht, die immer größer wird, die vielfältige Angebote schaffen kann, viele Gottesdienste, die sogenannte Mutterkirche. Drumherum sehen wir hier verschiedene Landkreise und wir blenden es auch mal kurz als Folie ein. Es sind die Landkreise Erding, Freising, Ebersberg, Starnberg, Fürstenfeldbruck und Dachau, wo jeweils nochmal zwischen 80.000 und 120.000 Leute wohnen. Für jemanden, der in Erding wohnt, ist es ein großer Schritt, in die Stadt reinzufahren, wenn er mit Gott nichts zu tun hat. Es ist zwar nur eine halbe Stunde, aber wenn man das ganze Woche über pendelt in die Stadt rein, hat man am Wochenende nicht Lust und fragt sich, warum soll ich jetzt wegen einer Kirche da reinfahren? Das heißt, für eine Zielgruppe Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben, ist es schlau, in all diesen Landkreisen wieder eine ICF-Kirche zu haben. Das Problem ist, wenn man eine Kirche anfängt, es dauert oft Jahre, bis man gewisse Dinge anbieten kann. Zum Beispiel bei uns hat es 6 Jahre gedauert, um viele Seminare anzubieten, den iStudy-Bereich zu starten, wo man Schritte im Glauben machen kann, Seminare besuchen kann in allen Bereichen, die einen interessieren mit der Beziehung mit Gott. All diese Punkte, die bloß Jahre dauert, bis man die anbieten kann, gibt es nur einmal zentral. Weil wenn ich mich mit Gott beschäftige, fahre ich eine halbe Stunde rein zu Seminaren, ins Office, was nur einmal gibt, der ganze Personalbereich wird zentral abgewickelt, Finanzen werden zentral abgewickelt, auch da haben wir euch eine Folie vorbereitet. Es gibt nur ein Office, es gibt nur einmal die kreativen sozusagen Ministries mit Video, Schnitt, Internet, all diese Sachen. Und als Kunde ist es so, ich gehe sozusagen in die Kirche vor Ort, ins ICF Erding. Dort gibt es einen Gottesdienst, der hochwertig ist, der euch anspricht, der gleiche Gottesdienst ist wie in allen anderen Locations eben auch. Es ist so, wie wenn ich zu McDonald's gehe, da kriege ich immer den gleichen Burger, immer die gleiche Qualität. So wird es auch sein, egal ob ich in Ebersberg oder in München gehe. Was auch eine weitere Synergie sein wird, ist die Predigt. Auch da dauert es Jahre, bis man viele Leute hat, die predigen können. Deswegen wird die oft per Video übertragen und der Rest wird live vor Ort stattfinden. Diese Synergien, was du auf der Folie gesehen hast, gibt es noch mehr Synergien. Der Vorteil ist, dass wenn man eine Kirche startet, nämlich in einer Multisite-Kirche, wie in diesen Landkreisen, man kann sich voll darauf konzentrieren, dass Small Groups entstehen, dass Leute mitarbeiten können und dass man sich damit beschäftigt, wie können Menschen in unserem Landkreis eine Beziehung mit Gott aufbauen. Der ganze Rahmenprogramm, der wird gestellt, ist wie ein Windschatten, an dem man fährt von der Mutterkirche. Das ist ja sehr schlau, Tobias, in diesen ganzen Landkreisen, überall ICF-Locations. Wo möchtest du denn die ganzen Leute eigentlich herholen? Das ist eine gute Frage. Das ist ein Grundproblem, das schon immer so war. Das hat Jesus schon gehabt auf eine gewisse Art. Er hat gesagt, er braucht einfach Leute, die mitarbeiten. Der erste Schritt ist, dass wir das der Kirche immer wieder kommunizieren und kommuniziert haben. Und der Gedanke ist, dass jeder in unserer Kirche und Leute, die dazukommen, sagen, was ist mein Part? Ist mein Part, dass ich eine Small Group anfange im Bereich, im Landkreis Fürstenfeldbruck? Oder ist es, dass ich in ein Team dort gehe? Ist es, dass ich mithelfe, dass Videos entstehen für die Internetkirche oder dass ich helfe, dass die Technik im Hintergrund funktioniert oder was auch immer? Was ist so mein Puzzleteil? Mhm.
Das ist so das eine. Das andere ist, dass ich glaube, man ist wie so ein Headhunter als Pastor, als Leiter, dass man schaut, wo sind Leute, die das Leiterschaftspotenzial haben, dass sie rauslassen können, um ein Location-Pastor zu werden oder um eine gewisse Verantwortung in diesem großen Traum zu übernehmen. Dazu haben wir ein Trainee-Programm, aber auch das Ziel, dass Leute ins College nach ICF Zürich geschickt werden. Nachdem wir bereits in 2 Jahren die erste Location anfangen wollen, heißt das, dass nächstes Jahr schon der erste gehen wird. Wir haben Leute im Blick, wir haben Ideen und sind gespannt, was da passieren wird. Geniale Sache, Agenda 2020. Ich glaube, dass dies alles, trotzdem es größenwahnsinnig ist, mit Gottes Hilfe und mit dem Elan von jedem Einzelnen im ICF München möglich ist. Vielen Dank für das Gespräch, Tobias. Vielen Dank, Ben.